bevor es losgeht, muss ich das Ding erstmal putzen. Tag Leute, ich möchte euch mein E-Bike ETH 1920 vorstellen. Das E-Bike habe ich selbst gekauft, also es ist keine bezahlte Werbung. Dazu bin ich extra in diese schöne Natur gefahren, weil zu Hause unterhält man sich ja praktisch mit der Kamera. Und die Nachbarn fragen dann immer, was los ist. Und ihr müsst schon zugeben, das ist hier eine echt schöne Natur draußen. Wunderschön im Wald. Natur geht es heute allerdings nicht. Heute möchte ich euch mein Fischer E-Bike vorstellen und wir beginnen jetzt. Leute, wie schon gesagt, handelt es sich hier um ein E-Bike aus dem Hause Fischer. Die Räder haben 28 Zoll und sind aus Aluminium. Die Armhöhe beträgt hier 50 cm. Und die Rahmenhöhe wird von diesem Punkt und hier unten gemessen, den tiefsten Punkt. Das ist immer die Rahmenhöhe. Da das ja nicht alles Eigenbauten sind an diesem Rand der Firma Fischer, vermute ich mal. Denn der Rahmen kommt von Diamant. Das Kabel ist eine SR Santur, wie sie auch bei vielen anderen Herstellern Verwendung findet. Immer zuverlässig, robust, einfach halt. Und Lenker sind ErgoTec 4. Natürlich verstellbar. Der Lenker auch verstellbar. Die Bremsen sind hier Bremsen von Shimano verbaut. In dem Fall hier hydraulisch mit 180er Bremsscheiben vorne und 160er Bremsscheiben hinten. Das ist hier eine 10-Gang Shimano Kettenschaltung verbaut. Schaltwerk ist von Deore oder Deor, wie man das auch mal aussprechen mag. Vorhin habe ich mal gelesen, dass einige Leute nicht wissen, was dieser Hebel hier bedeutet. Also ich musste auch erst recherchieren. Der hat eine On-Funktion. Runter. Off. Und das bedeutet nichts anderes. Man fährt immer in der On-Funktion. Dadurch läuft das Schaltwerk präziser. Die Kettenspannung wird erhöht. Will man jetzt das Hinterrad wechseln, schaltet man den Hebel runter. Es entspannt sich alles und der Auspuff geht leichter. Vorne LED-Beleuchtung. Auch LED. Das Licht ist auch mehr als ausreichend, aber wirklich eine sehr gute Beleuchtung. Dann haben wir noch Besonderheit, dass dieses Fahrrad eine Stopplichtfunktion hat. Aber mit kleinen Manko, wie ich finde, die funktioniert nur, wenn das Licht eingeschaltet ist. Also bei ausgeschaltetem Licht kein Stopplicht. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Der Träger hat eine maximale Auslastung von 25 Kilogramm. Aber ich glaube, ich habe auch manchmal mehr drauf. Hält trotzdem. Als Motor ist ein Silent Drive Motor verbaut. 48 Volt von Fischer. Vollkommen ausreichend für dieses Rad. Hat eine gute Durchzugsleistung, einfach traumhaft und sehr leise. Die Leistung beträgt 250 Watt bei 50 Newtonmeter. Der Akku, dem Fischer steht, das so ist dahingestellt, hat eine Leistung von 557 Watt bei 48 Volt.
und 11.600 Milliampere. Also laut Herstellerangaben sind 1000 Ladungen möglich und eine Reichweite von 160 Kilometer pro Akkufüllung. Ob das wirklich hinkommt, das schauen wir noch. Sicherheit ist hier ein Airbus, wie sagt man, Speichenschloss verbaut. In puncto Verkehrssicherheit habe ich mir aber hier auch noch einen Rückspiegel montiert. Akku und allen dran wiegt das Rad 25 Kilogramm. Die gesamte Zuladung beträgt 150 Kilogramm. Ich darf noch 57 Kilogramm zuladen. Ihr könnt doch mal rechnen, wie schwer ich bin. Ich wäre kein Deutscher, wenn ich ihn nörgeln würde. Aber ich zeige euch mal, was mir hier nicht so gefällt. Dazu baue ich erstmal den Akku ab. Halt, das war der falsche Schlüssel. Oh, den machen wir mal ab. Schlüssel. Guter Diebstahlschutz. Eigentlich in Ordnung. Aber wenn ich den Akku jetzt ranbaue und einrasten lasse, ist immer hier so ein Geräusch zu hören, wenn die Kontakte aufeinander kommen. Funkenflug bilde ich mir ein. Ich habe hier auch schon kleine Verbrennungen unten gesehen. Ich weiß nicht, ob das lange halten wird. Ich hoffe. Zum Zweiten, die Schaltung finde ich ja top. Hochschalten und mit den Daumen runterschalten. Alles okay. Aber diese Anzeige dazu, vielleicht schlecht sehen, aber hier durch so einen roten Zeiger wird das angezeigt. Wenn man die Gänge runterschaltet, wieder hochschaltet. Man weiß aber nie, in welchem Gang man sich befindet, weil hier keine Skaleneinteilung drauf ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sieht. Könnte man anders bauen. Und hier die Klemme für die Sattelverstellung am Lenker, diese Schutzkappe und die Handyhalterung, die ich mir natürlich selber angebaut habe. Aber hat alles die gleiche Farbe, passt wunderbar zusammen. Mein Rad war eine kostenlose Navigation dabei, Fahrradnavigation. Nicht auf diesem Bildschirm, die muss man sich per App runterladen und auf dem Handy packen. Und dazu braucht man dann diese Halterung, also hätte auch gleich mit drin sein können. Das kann man dann verbinden per Bluetooth und hat alle Daten, die auch hier sind, nochmal ein bisschen größer auf dem Handy. Kann auch ein Kabel anschließen als Datenüberträger oder man kann unterwegs sein Handy laden, was auch ganz praktisch ist. Das Lenkpanel ist hier ganz einfach gehalten. Mit Plus und Minus, Licht und Schiebehilfe hat der auch. Und hier unten an, aus und im Menü wählen, alles. Mehrere Funktionen, ganz einfach gehalten. Hier schaltet man die Schaltstufen hoch oder runter, je nachdem wie viel Unterstützung man braucht. Um zu starten, einfach den Knopf eine Weile drücken. Schon ist das Display an. Das Display ist natürlich auch sehr einfach gehalten. Im oberen Bereich sieht man die gefahrenen Kilometer. Die Geschwindigkeit, die Reichweite und die Schaltstufe, die man gerade eingelegt hat. Hier unten sieht man dann noch, wenn man Bluetooth verbunden ist oder wenn der Akku praktisch vom Fahrrad sein Handy lädt, dann erscheint hier auch ein Symbol. Die Schaltstufen links hochschalten. Runterschalten, wie gesagt, am Bedienpanel plus minus, ganz einfach. Mit jeder höheren Schaltstufe, wie ihr hier vielleicht seht,
verringert sich die Gesamtreichweite. Also bei Schaltstufe 5 würde ich noch 70 Kilometer kommen und bei Schaltstufe 1 160 Kilometer. Also mit die Reichweite ist dann natürlich relativ. Beim Pkw, was ist da immer angegeben mit dem Spritverbrauch, haut nie hin. Hier ist es natürlich so, 160 Kilometer Gesamtreichweite könnte man erreichen. Und ich bilde mir auch ein, das könnte man wirklich erreichen. Man müsste dann ohne Zuladung fahren. Man müsste immer Rückenwind haben. Im Idealfall leichtes Gefälle oder zumindest eine Ebene. Und dann könnte man das schaffen. Aber ich habe jetzt 2000 Kilometer Erfahrung gesammelt und ich kann euch sagen, das funktioniert nie. Nie und nimmer. Bisschen Gegenwind, Feierabend. Schon schaltet man eine Stufe höher. Kleiner Berg, 1, 2, 3, 4 Stufen höher. Richtig steile Berge, dermaßen runterschalten und die höchste Stufe. Dann fährt man natürlich hoch, als ob man auf einer geraden Strecke fährt. Das ist eben die Bequemlichkeit, die man hat. Natürlich mal den Akku auch ausgereizt. Bin mal gefahren. Als das weiteste, was ich gekommen bin, waren so um die 100 Kilometer. Dann hat man an diesem Display diese Leuchtanzeigen. Das sind 5 Balken, ja. Bei 2 Balken kann ich euch raten, fahrt, seht zu, dass ihr nicht weiter als 10 Kilometer von zu Hause weg seid. Wenn der letzte Balken angeht, der fängt dann auch gleich an zu blinken. Und sobald er anfängt zu blinken, sind es vielleicht noch 5 Minuten und das Ding ist aus. Und dann kommt die Hölle. Dann kommt die Hölle. Da das Rad ja einen Mittelmotor hat, wo auch noch ein Getriebe verbaut ist, schleppt man das in dem Fall, wo der Akku leer ist, muss man die Kraft des Getriebes natürlich mit über die Kurbel verarbeiten. Das geht dann äußerst schwer. Also ich bilde mal ein, ich kenne ja die anderen Räder nicht mit Frontmotor und Heckmotor, der eine Narbe verbaut ist von den Rädern. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann vielleicht auch leichter geht. Das ist der Nachteil vom Mittelmotor. Ansonsten hat der Mittelmotor sehr viele Vorteile. Er ist sehr durchzugsstark und an Bergen wird er nicht heiß. Wo ich schon gehört habe, dass diese Narbenmotore dann elender heiß werden und natürlich auch schnell kaputt gehen können. Aber für solche Fälle, wo dann der Akku leer ist, müssten sich die Ingenieure einfallen lassen, dieses Getriebemotor durch einen kleinen Hebel oder was auch immer zu trennen, dass man praktisch nur noch das Kettenrad bewegt, wie beim normalen Fahrrad. Und dann wäre das alles kein Problem mit der Reichweite, dann fährt man eben ein Stück nicht elektrisch. Wenn wir nochmal zum Sattel kommen, der ist eigentlich sehr bequem, ist gefedert. Ich mache mir trotzdem immer noch so eine Geldecke hoch für lange Touren, aber Hintern tut immer weh, ich weiß auch nicht warum. Dann wollen wir mal zusammenfassen. Lenker finde ich top. Die Bremsanlage richtig gut. Die Bremsen hauen richtig rein, hydraulisch gebremst, wunderbar. Die Gabel ist weich, federt sehr gut. Das Licht ist auch sehr gut. Motor und Akku, gibt es gar nichts zu meckern von der Reichweite her. Und von der Motorleistung, wunderbar. Die Schaltung präzise. Und der Sattel ausreichend. Minus würde ich diese Anzeige hier bewerten, obwohl Minus kann man auch nicht so recht sagen, aber wäre schon besser, wenn hier eine kleine Skala wäre. Und die, wie gesagt, diese elektrische Funkenflug hier, wenn man den Akku ran macht, das auf der Dauer so gut ist, das wird sich zeigen. Also 2000 Kilometer mit diesem Rad, kann ich sagen, Daumen hoch. Kosten. Über die haben wir heute noch gar nicht geredet. Dieses Rad, so wie es hier steht, bekommt ihr unter 2000 Euro. Also für den Preis würde ich sagen,
hat man ein gutes Gefährt. Es ist kein Geländefahrrad, es ist ein Trekkingrad. Für gemütliche Fahrten durch die Landschaft sehr zu empfehlen. Ein Plus ist natürlich auch diese Fischer-Fahrrad-App. Man hat da eine Navigation kostenlos, die auch funktioniert, die ich aber kaum nutze, weil ich fahre hier mehr im Umland. Man kennt alles. Und im Urlaub nehme ich ja das Rad auch immer mit. Da gucke ich dann mal bei Google, wenn ich mich irgendwo verfahren habe. Ich sehe das dann ein bisschen locker. Das muss nicht immer alles so perfekt sein, so eine Reise. Gerade das Unvorhergesehene, das ist ja dann die Wurzel, an die man immer denkt. Nicht? Ich hoffe, ich konnte jetzt den Leuten, die gerade auf der Suche nach einem neuen Fahrrad sind, helfen mit meinem kleinen Video. Wenn euch das Spaß gemacht hat oder auch von Nutzen war, lasst einen kleinen Daumen da. Wer es mag, kann mich weiter begleiten. Mit diesem E-Bike mache ich dann schöne Fahrten ins Lausitzer Seenland und nehme ich natürlich mit. Und die erste Fahrt geht zum Geierswalder See. Dort werden wir uns mal die schönsten Punkte anschauen und gehen dann auch der Frage nach, woher kommt eigentlich der Name Geierswalde? Was hat der für Ursprung? Im Ort Geierswalde zeige ich euch dann, dass handwerkliches Können und Alkohol nicht immer zusammenpasst. In der ganzen Welt vertreten ist. Lasst euch überraschen. In dem Sinne, macht's gut, ihr Lieben.